Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über SSH. Ich freue mich, dass doch schon so viele Leute da sind, so um 10 Uhr Vormittag, ist schon lässig. Mein Name ist Florian Brenzdorfer, ich bin Softwareentwickler in Oberösterreich und bin aber nicht nur Softwareentwickler, sondern mache auch noch so ein bisschen IT und Infrastruktur und überhaupt eigentlich eh so alles, was irgendwie anfällt. Genau. Und heute geht es um SSH und wenn man so ein bisschen schaut im Programm der Linux-Tage, findet man immer wieder mal SSH. Ja. 2013 hat es einen Vortrag gegeben, 2015 hat es einen gegeben, gestern hat es einen Workshop gegeben zum Thema SSH. Und da ist immer so ein bisschen der Fokus, ja, wie kann man SSH sicherer machen, wie kann man SSH bequemer machen, wie kann man sich Tipparbeit sparen, solche Dinge. Und das ist eh schön, aber dieser Blick auf SSH selbst, der fällt immer so ein bisschen, ist auch weniger interessant meistens, weil es geht immer darum, wie kann ich das Ding bequem benutzen, wie kann ich es sicher bedienen und so. Passt. Wenn man den Blick ein bisschen ausweitet, findet man dann noch so Dinge wie verschiedene Server implementieren. Also wenn man einfach mal nach SSH im Internet sucht, dann stellt man fest, okay, es gibt irgendwie Serverdienste und der bekannteste dieser Serverdienste ist halt OpenSSH. Das ist einfach der Platz hier, den es halt gibt. Es gibt aber auch noch andere, es gibt Dropbear, es gibt Apache Minna, es gibt CopSSH, es gibt eine ganze Reihe von Serverdiensten. Und wenn man da so sucht, findet man Konfigurationsanleitungen oder wie installiere ich diesen Dienst, wie kann ich ihn sicherer machen, wie kann ich schauen, dass sich der Root-Benutzer nicht mehr anmelden kann und solche Dinge. Und schaut ein bisschen weiter und stellt mir fest, okay, es gibt auch noch Clients dazu. Und das ist natürlich auch schön, weil zum Server war es geschickt, wenn man einen Client dazu hat. Da gibt es auch wieder halt OpenSSH als der Parade-Client, also das State-of-the-Art-Ding, was es halt so gibt. Aber auch noch Dropbear zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie kleine Maschinen hat, gibt es Dropbear, was man verwenden kann. Oder wenn man jetzt geknechtet ist und auf dem Windows arbeiten muss, gibt es Putty. Oder auf dem Android zum Beispiel ConnectBot. Oder gibt es quasi für jedes Betriebssystem gibt es eine Implementierung davon. Und wie gesagt, es geht meistens um Konfigurationsanleitungen, es geht meistens um Tipps und Tricks, wie kann ich mir das Leben schöner machen, bequemer machen, wie kann ich mir sicherer machen, wie kann ich mir Tipparbeit sparen, solche Dinge. Aber es ist meistens eher wenig, dass das über das Protokoll selbst gesprochen wird. Also SSH selbst ist ja ein Protokoll und es ist immer so, ja, das gibt es halt und wird halt implementiert und fertig. Und ich möchte heute ein bisschen diesen Blick auf das Protokoll selbst werfen, es wird ein bisschen theoretischer, also es gibt jetzt nichts zum Anschauen, vielleicht gibt es eine kleine Demo, mal schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wie kann ich mir jetzt das schön und bequem machen, sondern heute geht es um das Protokoll selbst. Und wenn man so ein bisschen auf das Protokoll schaut und ein bisschen sucht, findet man zwei Versionen im Großen und Ganzen. Das ist SSH Version 1 und die SSH Version 2. Und die Version 1 von SSH ist halt, ist halt die Urversion und die erste Version von Tatu Jölönen, 1995 entwickelt in Finnland, hat auch eine Firma rundherum gegeben und gibt auch ein kommerzielles Produkt dazu. Ist aber kein Standard, ist kein ITF-Standard oder so. Und ist auch de facto tot, kann man so sagen. Das heißt, wir beschäftigen uns halt ausschließlich mit SSH in der Version 2. Und SSH in der Version 2 ist 2006 von der ITF SecSH Working Group spezifiziert worden. Und ist inkompatibel mit SSH in der Version 1. Das heißt, da hat es einfach im Protokoll Änderungen gegeben, die einfach nicht mehr zusammenpassen. Und wenn eine Serverimplementierung in die beiden Versionen kann, dann gibt es zwei getrennte Protokoll-Stacks, die das machen. Man kann aber eigentlich sagen, dass SSH in der Version 1 tot ist. Also man findet es natürlich immer noch, aber de facto ist es eigentlich tot, weil OpenSSH als die Referenzimplementierung oder der Platzhirsch quasi, hat seit 2015 SSH Version 1 Compile Time Disabled. Das heißt, wenn man SSH V1 nur benutzen möchte am Server, muss man sich SSH selbst übersetzen und selbst bauen und SSH Version 1 aktivieren. Und ich habe in einer Ankündigung gelesen, dass 2017 im August, also in ein paar Monaten, SSH Version 1 komplett aus dem Produkt OpenSSH rausfliegen wird. Stimmt das? Du nickst? Ja, passt. Ist wahrscheinlich schon weg. Ja, also passt eh. So. Wenn man auch ein bisschen bei der Wikipedia schaut, also alle Implementierungen, die es jetzt so de facto gibt, also Dropbear zum Beispiel oder alle anderen Dinge, die machen SSH in der Version 2 und fertig. Da gibt es nichts mehr dann.
Gut, was ist jetzt eigentlich SSH? So. Der Standard sagt, ja, SSH ist, also Secure Shell, SSH is a protocol for secure remote login and other secure network services over an insecure network. Passt. Sind wir eigentlich fertig? Ist eigentlich alles, was dazu zu sagen gibt. Im Grunde kann man da ein paar Ziele dahinter. Und das erste Ziel ist, eben ein möglichst sicheres Netzwerkprotokoll zu sein. Und möglichst sicher, ja, oder ein sicheres Netzwerkprotokoll zu sein. Aber es gibt auch Trade-offs. Das heißt, es gibt durchaus Dinge, also absolute Sicherheit gibt es de facto ja nicht. Und auch das Protokoll selbst und der Standard selbst spricht davon, dass es zumindest einen Punkt gibt, der immer so ein bisschen, der immer ein bisschen gefährlich ist, wo man ein bisschen schauen muss, ob dass sich der User richtig verhält und so. Das kann man irgendwie nicht technisch lösen, das Problem. Das ist ein soziales Problem. Und das habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn ihr hier auf einen SSH-Host anmelden wollt, also zum ersten Mal zum SSH-Server verbinden wollt, dann kommt diese schöne Meldung. Schauen wir mal geschwind. Wir können ja gar nicht mal. Das einmal. Ja, genau. Ja, sicher. So. Ja, meine Non-Hosts habe ich mir schon vorher weggerannt, da macht er keine Sorgen. Genau. Das ist diese schöne Meldung. Also ja, so, da sagt der Client, ja, ich baue jetzt eine Verbindung zu diesem Server auf und der Server sagt von sich, er hat diesen Host-Key da oben, also das ist in dem Fall der da, diesen Server-Host-Key. Ist der eh okay? Und das ist eigentlich die Aufgabe des Benutzers an der Stelle zu sagen, sehr klar, passt auf jeden Fall. Oder zu sagen, na passt nicht. Ja. Aber diese Entscheidung, ob das passt oder nicht, muss man auf einem anderen Weg lösen. Das heißt, man muss irgendwie den Administrator kontaktieren und fragen, hey, hallo, passt der SSH-Key? Ja. Oder man muss bei seinem eigenen Server nachschauen, passt der SSH-Key wirklich? Weiß ich nicht, wer von euch schon mal diesen Aufwand gemacht hat und nachfragt. Ja, passt. Also, ich betreibe SSH-Server, so, was man so braucht privat, und mir ist es ein einziges Mal passiert, dass ich eine Anfrage bekommen habe, ob der Key wirklich passt. Also kommt vor, kommt sehr, sehr selten vor. Gut, der Standard sagt an dieser Stelle, ja, ist ein soziales Problem, ist uns egal, gibt aber zwei Lösungsansätze. Das erste ist Trust on First Use. Da kann man sagen, okay, prüft es beim ersten Mal. Und wenn das beim ersten Mal gepasst hat, dann wird es alle weiteren Male passen. Das heißt, das wird dann gespeichert in einer lokalen Datenbank, in der Non-Host-Datei. Und wenn man sie wieder hinverbindet, dann prüft der Client diese Verbindung, also prüft er diesen Key, ob der zusammenpasst mit dem Hostnamen und Port und sagt dann, ja, passt, ist gut, passt. Ist natürlich schön, weil es dezentral funktioniert, braucht man irgendwie keine Dienste, gar nichts. Es reicht der Client und es reicht der Server-Host, fertig. Die zweite Möglichkeit, also das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil es ein bisschen Maintenance-Aufwand erfordert. Wenn man das jetzt für zwei, drei Hosts macht, ist das nett. Wenn man das für 5000 Hosts macht, muss man sich was überlegen, gibt Lösungen dafür. Die zweite Möglichkeit, die der Standard vorschlägt, ist das CA-Prinzip, das man halt irgendwie, also Certificate Authority, das man von TLS kennt, wo eine dritte Partei den Server-Host-Key beglaubigt und der Client prüft nur mehr diese Signatur der CA und sagt dann, ja, das ist schon alles gut, das passt schon. Ist natürlich schön, kann man in einer Infrastruktur schön ausrollen und skaliert besser. Aber braucht natürlich diese Infrastruktur und man hat eine zentrale Instanz, die sagt, dieser Host-Key ist gut, dieser Host-Key ist vielleicht nicht so gut. Gut. Ein weiteres Ziel war, alte Dienste abzulösen, und zwar Dinge wie Telnet und R-Login. Weiß nicht, jemand vor kurzem einmal einen Switch oder einen Router konfiguriert mit Telnet, wo es keine andere Möglichkeit gibt als mit Telnet? Okay, aber wenige, das ist auch gut, okay, interessant. Also Telnet gibt es natürlich immer noch, ich sage ja, altes Zeug stirbt langsam. Oh. Genau. Und dann geht es weiter. Das Protokoll ist so designt, dass man es versucht, also man hat es versucht, möglichst schlank zu halten und möglichst, wie soll ich sagen, möglichst erweiterbar zu halten. Der Standard ist von 2006
Und zwischen 2006 und 2017 hat sich security-technisch doch einiges getan. Ja? Und das haben die Leute in diesem Standard ganz gut vorhergesehen, weil sie gesagt haben, ja, wir müssen schon schauen, dass wir das irgendwie so gelöst kriegen, dass uns die Zukunft da nicht einholt. Ja? Das heißt, dass man zum Beispiel Krypto-Algorithmen nicht vorschreibt. Also das ist ein ganz cooles Konzept. Der SSH-Standard schreibt nur wenige Krypto-Algorithmen tatsächlich vor, die ein Standard implementieren muss. Das hat natürlich den Hintergrund, dass man interoperabel sein will. Das heißt, wenn jetzt ein neuer OpenSSH-Server läuft, sollte sie auch ein Dropbear-Client dazu verbinden können und nicht immer nur OpenSSH mit OpenSSH, weil dann wäre das Protokoll irgendwie absurd dazwischen. Und diese Erweiterbarkeit, also das fordert natürlich ein, dass eine gewisse Erweiterbarkeit vorgesehen ist, weil wenn ich jetzt nur drei Krypto-Algorithmen spezifizieren möchte, dann ist es natürlich ein bisschen wenig. Ich möchte vielleicht meine eigenen implementieren oder ich möchte vielleicht irgendwelche implementieren, die halt vor zwei Wochen quasi veröffentlicht worden sind. Und das sieht SSH auch explizit vor. Und das, weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat. Schauen, ob ich das gleich finde. Genau, das schaut dann so aus. Im Standard ist immer wieder oben die Beschreibung, wie das Ding heißt, sonst nichts. Und immer, wenn es herstellerspezifisch wird, schaut es irgendwie aus wie eine E-Mail-Adresse. Wobei der letzte Teil, dieser Namensteil, immer von dem kommt, der zuständig ist oder der diese Erweiterung gemacht hat, in dem Fall halt OpenSSH. Aber das ist schon explizit im Protokoll so vorgesehen und ist gut so. Genau. Jetzt habe ich schon gesagt, es ist 2006 spezifiziert worden, es gibt einen Standard dazu. Ja. Es stimmt nicht ganz, es gibt ein paar Standards dazu. Es gibt nämlich 5 Kern-RFCs zu SSH. Das sind diese, also 4250 bis 4254. Die beschreiben wirklich die Architektur des Protokolls, die einzelnen Schichten des Protokolls und wie es halt ganz generell funktioniert. Dazu gehören noch Erweiterungen. Die sind mittlerweile spezifiziert und halt auch wirklich veröffentlicht und quasi abgenommen. Ja. Gibt es 12 an der Zahl, die halt alle möglichen Dinge, neue Kryptoalgorithmen und solche Dinge einführen. Dann gibt es noch Erweiterungen im Entwurfsstadium, die es entweder nie aus dem Entwurfsstadium herausgeschafft haben oder halt immer noch im Entwurfsstadium sind. Und dann, wie bereits angekündigt, die herstellerspezifischen Erweiterungen. Da gibt es eine ganze Menge, also je nachdem, welche Implementierung man sich anschaut, findet man da eine ganze Menge. Also gerade von OpenSSH selbst kommt da sehr viel. So, und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns die Architektur von SSH an. SSH selbst, also zu diesem Bild, ja, da herunten, ist so die Grundlage, die wir benötigen. Und zwar SSH fordert ein verlässliches Transportprotokoll ein, auf dem es aufbaut, auf dem es funktioniert. Das ist halt spezifiziert für TCP/IP in dem Fall. Könnten auch noch andere Dinge sein, aber man nimmt halt typischerweise TCP/IP. Und das, was darüber ist, ja, diese ganzen Boxen darüber, das ist eigentlich alles SSH. Ja, das ist alles SSH. Und da sieht man, dass das eigentlich drei Schichten sind. Es gibt da das Transport Layer Protokoll, das Authentication Protokoll und das Connection Protokoll. Das ist alles, wie gesagt, Teil von SSH. Und wir werden sich alle diese drei Punkte getrennt anschauen und einmal versuchen, so ein bisschen einzuordnen, was die einzelnen Protokollschichten machen, was die Aufgabe ist und was sie so nicht verbieten. Grundsätzlich kann man sagen, diese Protokollschichten, ja, bauen aufeinander auf und also stellen sich gegenseitig quasi Dienstleistungen zur Verfügung. Und das gilt insbesondere für diese erste Schicht, für diese Transport-Layer-Protokollschicht, die eigentlich so die größte Aufgabe übernimmt. Die macht nämlich zum Beispiel einen sicheren Tunnel, das heißt, sie macht Verschlüsselung, sie bietet Integritätsschutz, sie macht Server-Authentifizierung, optional auch noch Kompression, stellt eine sichere Session-ID für darüberliegende Protokolle, also Authentication-Protokoll, Connection-Protokoll bereit. Ja, dann gibt es das Authentication-Protokoll. Da geht es darum, dass sie ein Client gegenüber dem Server ausweist. Schauen wir uns nachher im Detail noch an. Und rechts davon das Connection-Protokoll, wo
also über das Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, die der Benutzer eigentlich haben möchte. Mir ist ja eigentlich relativ egal, wie SSH den Transport macht, wie SSH sie identifiziert. Ich will eigentlich Dienste benutzen von SSH, nämlich Dateien übers Netzwerk übertragen oder Kommandos auf einem Server eingeben. Und das passiert über das Connection-Protokoll. Die Boxen sind so ein bisschen übereinander aufgezeichnet. Wichtig ist hier die Reihenfolge. Also die Abarbeitung des Protokolls folgt einer Reihenfolge. Und zwar wird als erstes das Transport-Layer-Protokoll abgearbeitet. Wann das erfolgreich war, geht es weiter mit dem Authentication-Protokoll. Und wenn das passt, dann geht es zum Connection-Protokoll über. Und das, dann sind wir soweit fertig. Gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns gleich das erste dieser drei Protokolle an. Es ist immer so, dass ich versuche am Anfang kurz die Ziele darzulegen, einfach, soweit es geht. Ja. Und dann kurz also ein Sequenzdiagramm aufzeige und die wichtigsten Nachrichten, die vorkommen, einfach mal kurz zeige, damit man einfach ein bisschen ein Gefühl bekommt, was in diesem Protokoll beim Verbindungsaufbau abläuft. Also alles, was uns in der verbleibenden Zeit anschauen, ist eigentlich der reine Verbindungsaufbau. Also am Ende sind wir bei einer SSH-Verbindung, bei einem fertigen Terminal auf einem Server. Das ist alles. Das reicht. Und das ist schon sehr zusammengestrippt auf das Wichtigste. Aber da sieht man einfach, was dahinter eigentlich passiert, wenn man auf der Konsole SSH-Hostname eintippt. Gut. Zum Transport-Layer-Protokoll. Da oben ist jeweils die Schicht, wo wir uns gerade befinden. Also in dem Fall die erste Schicht, Transport-Layer-Protokoll. Da geht es darum, dass man einen verschlüsselten und gesicherten Transporttunnel bereitstellt. Das heißt, alle weiteren Protokolle, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Authentication-Protokoll und das Connection-Protokoll, benutzen diesen Transporttunnel zum Übertragen der Daten. Das heißt, an dieser Stelle sorgt SSH dafür, dass es eine gesicherte und verschlüsselte Verbindung gibt. Diese Schicht ist eigentlich relativ interessant, die macht nämlich sehr viel. Also abgesehen von Verschlüsselung, Integritätsschutz, Serverauthentifizierung, Kompression, werden auch noch Algorithmen ausgehandelt und man kann irgendwie nicht nur sagen, ja, was ist mein Krypto-Algorithmus, also welchen Algorithmus möchte ich zur Verschlüsselung verwenden, sondern man kann sich aussuchen, welchen Key-Exchange möchte ich, welchen Integritätsschutz und so weiter und so fort. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben dieser Key-Exchange. Also Key-Exchange bedeutet im Prinzip, dass sie zwei Parteien, in dem Fall Client und Server, gemeinsam auf ein gemeinsames Geheimnis einigen. Das heißt, jede Partei steuert Punkte oder steuert Datenpunkte zu diesem Key Exchange zu und am Ende dieses Protokolls hat man einen gemeinsamen Session-Schlüssel. Das ist quasi der Key Exchange. So. Dann schauen wir uns mal so ein Sequenzdiagramm an. Links ja, der Client, rechts der Server. Und ich werde einfach dieses Protokoll ein bisschen durchgehen und versuchen zu den einzelnen Netzwerkpaketen ein paar Punkte zu erwähnen. Und zwar, eine SSH-Verbindung wird immer vom Client zum Server aufgebaut. Also Server-Client gibt es nicht, es gibt nur immer vom Client weg zum Server. Und die erste Nachricht, die über die Leitung geht, ist eine Identifikation oder eine Kennung, die aus dem Schlüsselwort SSH besteht, danach eine Version und optional noch eine Softwareversion oder ein Kommentar, also Softwareversion und dann noch ein Kommentar. Das wird einfach dazu benutzt, um Daten für den Key Exchange zu haben, einerseits, und auch natürlich die Protokollerkennung durchzuführen. Das heißt, an der Stelle würde, also bei Protoversion würde zum Beispiel stehen SSH 1 oder SSH 2.0, je nachdem, was da drin steht. Wann das passiert ist, senden beide Parteien die sogenannte KEX-Init-Nachricht oder Key Exchange Initialization-Nachricht. Und da geht es genau um dieses Aushandeln der verschiedenen Algorithmen, die halt SSH bietet. Und das sind viele. Ja. Das kann nämlich zum Beispiel sein, welchen Key Exchange-Algorithmus verwenden wir eigentlich? Also typischerweise würden wir die Diffie-Hellman verwenden, kann man auch lesen, wie das funktioniert. Aber da geht es auch darum, wie ist der Server-Host-Key, in welchem Format liegt der vor? Also wir haben
vorher kurz gesehen, das ist ein ECDSA-Key, ja, könnte auch irgendwas anderes sein, könnte auch DSA sein, könnte auch RSA sein, was auch immer. In welchem Format liegt der vor? Wie passiert die Verschlüsselung vom Client zum Server oder vom Server zum Client? Welcher MAC-Algorithmus wird verwendet? Welche Kompression wird verwendet? Welche Sprache wird verwendet? Es gibt noch ein paar Punkte, die ja nicht aufgeführt sind. Aber im Großen und Ganzen lässt sich eigentlich so ziemlich alles in dieser einen Nachricht ausmachen und konfigurieren. Es ist irgendwie diese Nachricht, die Flexibilität von SSH ganz gut zeigt. Gut. Also aushandelte Algorithmen. Dann kann es noch ein paar spezifische Key-Exchange-Nachrichten geben, je nachdem, welcher Key-Exchange verwendet wird. Ist nicht wirklich relevant. Und dann wird der Key-Exchange auf beiden Parteien getrennt durchgeführt. Und wenn man da fertig ist, notifizieren das beide Partner mit einer sogenannten New-Keys-Message. Die werden einfach übertragen, um zu signalisieren, okay, der Key-Exchange ist abgeschlossen, die Algorithmen wurden festgelegt, wir wissen, wie wir weiter kommunizieren. Und ab hier kommen auch neue Verschlüsselungsalgorithmen dann zum Einsatz. Und dann geht es weiter mit einem sogenannten Service Request. Das wird man auch öfter sehen. Der sagt, oder der bedeutet, dass diese Phase des Protokolls, dieses Transport Layer Protokoll, abgeschlossen ist. Das heißt, es geht dann weiter mit User Authentication, dieser zweiten Schicht. Oh, schauen wir uns die gleich noch an. Dieser Transport Layer, den ich vorher angesprochen habe, kümmert sich um diese Server-Authentifizierung. Diese Server-Authentifizierung, zur Wiederholung, ist diese eine Stelle, wo der Server seinen Host-Key herzeigt und sagt, hey Client, das ist mein Server-Host-Key, passt ja eh soweit. Ja. Das ist natürlich eine Frage des Clients, ja, wie man den prüft, ob der passt. Aber an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt weiß der Server noch nicht, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Das heißt, dieser gesicherte Tunnel steht bereits, ist bereits aufrecht, aber der Server kann noch keine Aussage dazu treffen, wer eigentlich mit ihm kommuniziert. Und diese zweite Schicht hier, dieses Authentication-Protokoll, oder dieses hier eigentlich, stellt genau diese, oder füllt genau diese Lücke, wo es genau darum geht, den Client oder den Host, den SSH-Client, gegenüber dem Server auszuweisen. Und das ist mehr oder weniger auch als Framework zu sehen. Also auch hier ist es wieder sehr, wie soll ich sagen, sehr offen gehalten und sehr, sehr erweiterbar. Ja. Der Standard schreibt ein paar Methoden vor, die man verwenden kann oder die man können muss, um diese Client-Authentifizierung durchzuführen. Das schauen wir uns gleich an. Aber ich kann diese Methoden auch durchaus miteinander kombinieren. Ich kann weitere Methoden einführen und verschiedene Dinge machen. Das ist auch hier wieder sehr offen eigentlich. Der Standard spricht von drei möglichen Methoden, wie man so eine Authentifizierung durchführen kann. Und das werden die ein oder anderen, die SSH schon mal benutzt haben, wissen. Public Key Authentication. Wer benutzt das für SSH? Wer kennt das? Ja, okay, genau. Das ist genauso eine Methode, um sich gegenüber einem Server auszuweisen. Naja, ich bin so sicher, dass das jeder was macht und so. Ja. Beim Public Key geht es darum, dass man über den Besitz nachweist, wer man eigentlich ist. Also man hat ein Schlüsselpaar und mit einer Signatur, die man mithilfe des geheimen Schlüssels erstellen kann, weist man dem Server gegenüber nach, okay, ich bin der Client, der nur diesen einen privaten Schlüssel besitzt. Deswegen bin ich der ich vorgebe zu sein. Schön. Das ist eine Methode. Eine andere ist natürlich Passwort, das geht immer und wird wahrscheinlich noch lange nicht sterben, dass man einfach dem Server gegenüber sagt, okay, mein Name ist so und so, ja, das ist mein Passwort, fertig. Und die dritte, die es noch gibt, ist die sogenannte Host-Based Authentication, wo im Prinzip die IP-Adresse oder die Lokation des Hosts reicht, um eine Verbindung von diesem Host als sicher einzustufen. Ja. Passt.
kann man machen, aber eher nicht, hätte ich gesagt. Will man eigentlich nicht. Aber wie gesagt, steht im Standard so drinnen, gibt es. Ja. Gut, schauen wir uns kurz an, wie das funktioniert. Sehr generisch gehalten. Also die Voraussetzung ist, dass eine aufrechte Transport-Layer-Verbindung besteht. Also diese erste Schicht ist abgearbeitet, wir sind immer noch mitten im Verbindungsaufbau. Erste Schicht ist abgearbeitet, wir können weitermachen. Und da gibt es, kann es jetzt sein, dass je nachdem, welche Methode man bevorzugt verwenden möchte als Client, dass verschiedene Nachrichten noch hin und her geschickt werden, ist nicht weiter relevant. Wichtig ist diese User-Auth-Request-Nachricht, die dann dem Server gegenüber sagt, okay, ich bin der User, ich möchte mich gerne mit einem Passwort bei dir anmelden und das ist mein Passwort. Passt das so? Ja? Und der Server sagt, ja, passt, ist gut, dann sind wir fertig. Ja? Und es geht wieder weiter mit diesem Service-Request und quasi dieses Protokoll 2, das Authentication-Protokoll ist abgeschlossen, wir können wieder weitermachen. Jetzt habe ich aber vorher erwähnt, dass ich diese Methoden ja durchaus auch kombinieren kann. Das heißt, ich kann ja sagen, okay, ich brauche zum Beispiel ein Passwort zum Anmelden und auch einen Public Key, könnte ja sein. Und dann schaut es sehr ähnlich aus. Es beginnt wieder mit einem User Auth Request, ja, wo ich als Client sage, okay, ich bin der Client, das ist mein Passwort und ich möchte mich gerne anmelden. Und dann sagt der Server, ja, passt nicht ganz, also passt ein bisschen, aber nicht ganz und so. Also er sagt einfach, okay, stimmt eh, Passwort ist eh richtig, aber es reicht mir nicht, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von dir. Dann würde er mit dieser Failure-Nachricht antworten und den Client dazu auffordern und sagen, ja bitte noch eine weitere Methode. Und dann geht es genau wie auch oben weiter. Also dieser Block hier oder dieser Block hier ist sehr generisch gehalten und lässt sich auch dadurch schön kombinieren. Und der Client fragt dann ein weiteres Mal an und sagt, okay, ich bin dieser Client, diesmal komme ich mit einem Public Key, passt es? Und dann wird der Server sagen, ja, wahrscheinlich, wird schon passen. Ja. Und wann das passt, da geht es wieder weiter mit einem Service Request. Also quasi, wir sind jetzt am Ende dieses Protokolls, dieses zweiten Protokolls hier. Immer noch mitten im Verbindungsaufbau natürlich. Und sind jetzt soweit einmal fertig. Wir können also sagen, okay, der Tunnel steht, ja, die Algorithmen sind ausgehandelt, der Server hat sich gegenüber dem Client ausgewiesen und der Client hat sich gegenüber dem Server ausgewiesen. Und jetzt geht es weiter. Wir wollen ja eigentlich was machen. Ja, wir wollen ja eigentlich eine Datei übertragen oder ein Kommando eingeben auf der Kommandozeile. Das heißt, wir brauchen diesen nächsten Schritt, dieses Connection-Protokoll. Und dieses Connection-Protokoll bietet genau diese Dinge, die man eigentlich von SSH erwartet oder die SSH eben bietet. Nämlich Dateien übertragen, X11-Fenster vorwarten, falls das noch jemand benötigt, oder eine TCP-IP-Verbindung weiterleiten oder solche Dinge, oder ein Proxy spielen. Das sind alles Dinge, die das Connection-Protokoll für einen übernimmt. Und im Prinzip funktioniert das so, dass dieses Connection-Protokoll logische Kanäle definiert. Das heißt, es sagt, eine interaktive Session oder ein X11-Forwarding ist für mich ein Kanal. Ja? Und dieser Kanal wird über einen gesicherten Tunnel transportiert. Und dieser gesicherte Tunnel wird von diesem Transport-Layer-Protokoll bereitgestellt. Das heißt auch, dass ich zu diesem Zeitpunkt mehrere Kanäle gleichzeitig benutzen kann. Das heißt, ich kann ja einfach ein Multiplexing machen und über diesen einen gesicherten Tunnel, den ich mir initial aufgebaut habe, einfach mehrere Kanäle durchschicken. Ganz kurz nur zum Ablauf. Wie gesagt, Transport-Layer-Verbindung steht, Authentifizierung ist erfolgreich abgeschlossen und das kann man jetzt einfach immer als dieses typische Paar eines Verbindungs, also dieses typische Triple für einen Verbindungsaufbau vorstellen. Das heißt, im ersten Schritt wird man einen Kanal öffnen. Das Interessante an dieser Nachricht ist, an dieser Channel-Open-Nachricht, dass sie beidseitig passieren kann. Also ich kann vom Client aus eine Verbindung anfordern, es kann aber, also einen Kanal anfordern, es kann aber auch sein, dass der Server einen Kanal beim Client anfordert. Kann auch passieren. Hat natürlich security-technisch ein paar relevante Aspekte, aber kann beides passieren. Die Gegenseite prüft jeweils, okay,
der Server oder der Client möchte gerne X11-Forwarding haben, kann ich das? Oder darf der Benutzer das? Okay, passt. Dann kann ich das bestätigen und kann den Kanal aufbauen. Und dann wird über diese Channel-Data-Nachricht werden Daten übertragen. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, als es hier aufgelistet ist. Es gibt auch ein Windowing-Verfahren, wo man die Größe festlegen muss, wie viele Daten in einem Fenster übertragen werden können. Es kann zum Beispiel sein, dass man bei einer interaktiven Session, wo man Kommandos eintippt, eher kleine Pakete haben will, weil es soll irgendwie schnell gehen. Und beim Dateitransfer will man irgendwie sehr große und dafür wenige Pakete haben. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, wir haben eine Channel-Data-Nachricht, da werden Daten übertragen und die wiederholt sich einfach so oft, bis wir fertig sind. Gut. Und irgendwann gibt es dann eine sogenannte Channel-Close-Nachricht, die im Prinzip den Kanal wieder abbaut. Ja. Die passiert auch wieder beidseitig und so schließt man die Verbindung. Gut. Das heißt, an dieser Stelle, wo diese Channel-Data-Nachricht übertragen wird, sitzt man vor einer Konsole und kann man tatsächlich auch Kommandos in eine SSH-Session eintippen. Und es ist sehr theoretisch gewesen. Es ist auch die Demo ein bisschen ja, suboptimal, weil es irgendwie schwierig ist, irgendwie zu SSH, zum Protokoll selbst was herzuzeigen. Aber eine Möglichkeit gibt es. Jawohl. Genau, passt. So. SSH kann Debug-Ausgabe, und die ist immer ganz, ganz nützlich. Die lässt sich in drei Stufen unterteilen, also quasi einmal minus V ist ein bisschen Debugging, zweimal minus V, also minus VV ist ein bisschen mehr Debugging und minus VVV ist ja eh alles eigentlich, gib mal alles. Ja, so. Genau. Und wir schauen uns mal kurz diese Nachricht an. Also unten sieht man den Prompt, ja, das passt. Und wenn man jetzt ein bisschen reinschaut, sieht man nämlich sehr schön die einzelnen Schichten des Protokolls. Bisschen runter, also hier oben liest der SSH-Client, ja, ich habe da einen RSA-Key gefunden und das ist super, oder ich habe da noch einen Host-Datei und so weiter. Und dann geht es los mit einer Local-Version und einer Remote-Version. Und das ist genau die erste Nachricht, die beim Transport-Layer-Protokoll übertragen wird. Da geht es quasi los mit dieser Transportschicht. Und da sieht man auch die einzelnen Nachrichten, die hier gesendet werden, nämlich der Key Exchange Init wird gesendet und auch empfangen. Das passiert quasi gleichzeitig. Und dann gibt es eine riesige Liste von Algorithmen. Ja, da kann man sich einfach mal durchschauen, was SSH eigentlich alles kann. Und da stellt man fest, es ist eigentlich ganz schön viel, was das kann. Und hier ist zum Beispiel, warte mal ganz kurz suchen. Das ist zum Beispiel ein Algorithmus, der im Standard so spezifiziert ist. Kennt man eben genau daran, dass es keine Add-irgendwas-Kennung dazu gibt. Und zum Beispiel dieses ChaCha-Poly 1305, add-openssh.com, ist eine Erweiterung, die OpenSSH spezifiziert hat. Kann natürlich sein, dass andere Clients das auch können, aber OpenSSH-Server mit einem OpenSSH-Client kann das. Funktioniert so. Und das sieht man eben für Mac-Algorithmen, Server-to-Client, Mac-Algorithmen, Client-to-Server, Kompression und so weiter und so fort. Dann gehen wir ein bisschen runter. So. Hier kommt dann diese New-Keys-Nachricht, die das Ende des Transport-Layers beschreibt. Und dann geht es weiter mit dieser SSH-User-Auth-Nachricht, wo eben der Client dem Server gegenüber mitteilt, okay, Transport Layer ist fertig, ich möchte gerne jetzt User Authentication mit dir machen. Und der Client sagt dann, der Server sagt dann, okay, passt, komm entweder mit einem Public Key daher oder mit einem Passwort, kannst du aussuchen. Der Client sagt, okay, nehme ich Public Key. Da habe ich eh einen, der bei mir herumliegt. Den gebe ich dir einfach und fertig. Und dann sieht man an dieser Stelle hier
dass diese Schicht auch schon wieder abgeschlossen ist. Ist relativ kurz, also geht eigentlich von hier bis circa hier. Das ist quasi die zweite Schicht. Und dann geht es schon weiter mit dem Connection-Protokoll, eben dieser interaktiven Session, die aufgebaut wird. Da sieht man auch so ein bisschen dieses Windowing, auf das ich jetzt nicht mehr extra eingegangen bin, das dann auch passiert. Genau, und hier ist dann die Shell und der Prompt, um zu arbeiten. Und dann noch der Verbindungsabbau. Ich würde sagen, schaut euch das selber mal in Ruhe an. Spielt es auch ein bisschen mit den Optionen, die der SSH-Server und der SSH-Client bieten. Weil das ist durchaus eine ganz interessante Ausgabe, die man hier anschauen kann. Und zum Debugging sollte eine Verbindung von einem Client zu einem Server nicht zustande kommen, ist das natürlich sowieso sehr hilfreich. Gut, kurz zum Fazit, was wir gehört haben. Wir haben gehört, SSH ist ein sicheres, oder sagen wir so, stellt sichere Dienste über ein unsicheres Netzwerk zur Verfügung. Das ist die Aufgabe von SSH. Ja, es macht es über diese drei Schichten, die wir kurz vorgestellt haben. Also das Transport Layer Protokoll bietet einen verschlüsselten Tunnel, bietet Integritätsschutz, bietet optional Kompression, bietet Server-Authentifizierung, ja, und bietet auch so Dinge wie, welche Algorithmen kommen zum Einsatz. Das zweite ist das Authentication-Protokoll, das den Client gegenüber dem Server ausweist, über zum Beispiel Public Key, über Passwort, über Host-Based, was auch immer, oder vielleicht eigene Methoden, die man hier zur Verfügung haben will. Und dann das Connection-Protokoll, das eigentlich diese Services zur Verfügung stellt, an die der Benutzer interessiert ist. Sicher Dateien übertragen, interaktive Session, XL-Forwarding. SSH ist sehr erweiterbar und recht flexibel. Haben wir gesehen über diesen Erweiterungsmechanismus mit diesem openssh.com, was irgendwie ausschaut wie E-Mail-Adresse. An jeder Schicht des Protokolls lassen sich eigene Dienste einhängen, eigene Protokolle einhängen, eigene Algorithmen einhängen und das Protokoll lässt sich dann so erweitern. Ja, ich würde sagen, probiert es selber mal ein bisschen aus, eben mit diesem Kommando SSH einmal, -v oder zweimal oder dreimal und schaut es einfach an, welche Phasen ihr erkennen könnt, ja, und welche Algorithmen dann zum Einsatz kommen an solche Dinge. Lässt sich hier sehr schön sehen. Das war's von meiner Seite. Falls es noch Fragen gibt, bin auch noch den Rest des Tages hier. Könnt ihr mir gerne stellen. Danke.